Und geht automatisch. Na, das ist ein geiler Mechanismus. Einfach Tür zu. Nein! Voll mit Stein, ey. Okay. Anders, ich will gar nicht schön, ich bin der Pokémon-Lehrer. Ich will nicht, lass mich! Ich stehe ja gar nichts dran. Okay, Leute, macht euch bereit, das große Finale gegen Champ 6. Nein! Boah, die Musik ist aus. Hätte es kommen sehen können. Niemand! Voll cool. Ja, ich lese das jetzt nicht vor, das ist jetzt eh zu spät. Jetzt geht's ab. Oh, Champ Siegfried, 6 Pokémon. Boah, ein Garados. So ein blöder Start, da hätte ich ja mit Ampharos besser gelegen. Donnerschlag wäre es nicht gewesen. Schlitzer! Aber so kommt ein bisschen Action rein. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, wie ihr das steht, könnte man echt denken. Ein Batman. Ein Lederlappen. Was war das? Heißt, so heißt Batman in Schweden oder wie war das? Überall auf der Welt heißt der Batman, aber in Schweden heißt der Lederlappen. Ja, Lederlappen. Warum macht der Surfer? Was soll das? Wer bringt seinem Gönner das Surfer bei? Hm? Was ist das denn? Jawohl, Volltreffer. Garados braucht Fuchtler. Hyperstrahl, fertig. Boah, Dragoran, uiuiuiui. Komm auf, Popunga. Rette mich. Ernsthaft? Natürlich, mal gucken, was da drauf hat. Ich hab noch nicht eingesetzt. Popunga. Und mal eh gesagt. Ja, es hat getroffen. Weißt du, was du gesagt hast, wer das letzte Pokémon legen muss? Ja, ich muss ja. Ich hoffe, es funktioniert. Es hat doch damals auch funktioniert. Ja, oh, guck mal, wie viel Schaden der kriegt durch Egelsamen. Ja, das ist ein prozentualer Anteil. Aber geil, ne? Komm, schreib ihn rein. Das ist eine Drachenattacke. Und dann sieht man, macht doch immer nur einen bestimmten Schaden, oder? Ich denke 19. Ich heil mich. Was ist wieder drin? Da steht der Spurwick auch, jawoll! Ja. Der wird jetzt weggehext. Boah, Megasauger. Ja, komm. Trifft sogar, ja, sind wir cool. Oh, ein KP wieder gekriegt. Nein! Autsch, oh shit, Papunga ist ja auch vom Typ Flug, ne? Das war ja fast nichts. Ich kann auch noch Synthese. Mach Synthese, mach komm! Ja. Ah, komm schon! Nächste Runde. Du willst da dann stirben, oder? Nein, ich mein Papunga. Oh, hör auf! Scheiße, das war's. Sowas von tot. Tschüss! Ah, steht noch! Oh mein Gott! Komm jetzt aber Synthese. Achso, ich wollte jetzt eigentlich heilen, dann mach Synthese. Bestimmt jetzt Parahex, pass auf. Oh nein! Ah, oh, er muss sich aufladen. Nochmal, eine Chance haben wir noch. Komm, Synthese muss sitzen. Pass auf, der heilt doch gleich. Jawohl! Egal, wir stollen das weg. Oh, wie viel er wieder kriegt, ey. Nein! Oh, voll. Also, Dragoran, Hyperstrahl, so ein kleines Papunga, ey. Ah! Er steht immer noch. Ah, jetzt sind wir gut. Wie Pros. Die These sitzt auch. Sich erholen. Komm, jetzt weiter. Ja, leider. Nein, er halt nicht! Wir haben es besiegt! Nein. Wenn das jetzt trifft, soll eigentlich müsste Egelsam es jetzt erledigen. Wenn es jetzt kein Volltreffer ist. Boah, nee, ich komm. Das steht noch in einem Kapi oder so. Juhu! Und weg. Papunga hat Dragoran. Gentlemen, Sie haben es gerade gesehen. Bei Matze werden wir das unmöglich tun. Was ein geiles Zeit. Das sagt schon alles. So, das nächste machen wir jetzt mal ein bisschen zügiger weg, hoffentlich. Aber Papunga hat seinen Dienst erfüllt. Danke, ja, Papunga.
Komm, schmier ein Eishieb drauf und dann ist das, auch, kann sich der Tier auch hier abgeben. Müsste ordentlich Damage kriegen, weil Impagata ja auch ewiges Eis trägt, das erhöht nochmal den Eisschaden. Boah, fast down. Haha, Donnerwelle, keine Wirkung. Boah, ich bin Siegfried, ich bin ein Bobby, ich kann nichts. So, schau. Modri 49, 3 hat er noch. Oh, das ist schon sein stärkstes. Ja, dann mal los. Ja, jetzt schon? Da gibt's noch... hat er noch welche. Ja, das ist sein stärkstes Pokémon. Auf Level 50. Da gibt's nur einen Kampf. Jetzt geht's los. Patrosch! Womit fangen wir denn an? Machen wir einen Sandsturm. Du alte Kacksocke, was macht der Bodyguard? Aha. Aber der kann auch eine ganz, ganz gemeine Attacke. Jetzt. Outrage. Ach so, Dramoran jetzt. Ja, da, Wutanfall. Aua. Ich bin gespannt. Wow, das ist gar nicht so wenig. Oh. Komm schon, vergiftet. Ach, schon. Ja, obwohl, wenn er 2-3 Mal Outrage gemacht hat, dann ist er auch verwirrt. Ja, der ist Flut, das funktioniert ja nicht. Einmal noch? Müsste eigentlich überstehen. Wenn es kein Volltreffer ist, übersteht Vortrag noch 2 Angriffe. Ah. Oh. Vortrag macht wohl Schaden mit Matschbombe. Ja, doch. Ja, nicht so wenig. Der hat eigentlich so einen schwachen Angriff. So, und jetzt, wenn es kein Volltreffer ist, er müsste eigentlich überleben mit 5-6 KP. Oh, okay. Und tschüss. Voll gemein, ey. Das ist herrlich. Aber wir haben ja noch 15 Hyperheiler. Heißt, muss ich jetzt wieder nach. Weiter geht's. 4 Mal, hör mal auf. Du musst doch jetzt noch verwirrt sein. Ah, scheiß Bodyguard. Tokenesum. Guck mal, wie er Angst hat, wie er seit irgendwann heilen muss. Ja. Dieses Würmchen. Komm, du hast gesagt, du machst das im Kontrolle, also zieh es auch durch. Klar. Okay. Dauert vielleicht länger, machen wir, aber wir machen glaube ich Top 4 einen großen Pfad. Ich habe keine Lust, oder wir machen den Champ einen extra Pfad. Mal schauen. Sturmwüte, jetzt muss ich aber heilen. Ich hab übrigens gesehen, du hast es dir aber wieder nicht liegen lassen, in den Internomotenwahlen nach mir zu gehen. Ja, ich hab dich nicht bekommen. Ja, ist auch richtig so. Mein ewiger Rivale, Ryudo. An dir messe ich mich. Halte ich ja leider keine Herausforderung. Ja, an dir messe ich mich. Meistens gewinne ich auch, aber na gut. Matschbombe! Jawoll, komm, hau mich selbst. Ja, sehr gut. Alter, kriegt der Schaden. Die Selbstverletzung. Wie lange hält der Bodyguard jetzt eigentlich noch vor, oder? Nee, der Bodyguard ist aus. Nicht mehr verwirrt. Wenn Matschbombe jetzt Volltreffer ist, müsste Dragoran weg sein. Oder wenn es vergiftet. Oder der Sandsturm müsste dann noch wirken. Ja. Oh oh. Kein Volltreffer. Boah. So, das müsste es doch jetzt sein. Ladies and Gentlemen, have a look at this. Ah, Potrot hat Dragoran besiegt. Ist das nicht schön? You have my respect, sir. Hammer geil, sein stärkstes Pokémon ist down. So, Aerodactyl. Jetzt ist es ja langweilig. Papunga und Potrot haben ihren Zweck erfüllt. Alter, würde ich mich jetzt schämen als Champ, ey. Hammer Treffer.
Aber die haben sowieso alle ihre Slapstick-Pokémon immer ganz viel rausgeholt. Ja. Ich verstehe gar nicht, warum. Tja, Learn to Play, würde ich mal sagen, was? Ja, wenn die mal playen könnten. Tja, das ist auch. Noch im Aerodactyl gewonnen. Zero Problem. Und jetzt natürlich. Wer kommt noch? Lura. Eins deiner Lieblingspokes, ne? Mein Lieblingspoke. Es ist dein Lieblingspoke. Ja, es war mein erstes Lieblingspoke und darum wird es auch immer mein Lieblingspoke sein. Okay. Ach. Nein, ist so grausam. Jetzt habe ich den falschen Knopf gedrückt. Ich wollte eigentlich. Der Sandsturm wirkt ja auch. Aua, der trifft ja auch mich. Ja. Stimmt ja. Wenn du weder Boden bist, noch wenn du ihn eingesetzt hast. Ja. Kein Boden, kein Gestein, kein Stahl. Treffer. Und es ist kein Rayquaza, was das Wetter aufhebt. Mist. Wenn man Rayquaza braucht, ist kein Stahl. Ja, Frechheit eigentlich. Und nicht nein. Na gut. Bei Epic Battle hier. Fangen wir mal mit Ice-Heap an. Oh. Wer übertreiben muss? Ja, ist aber auch witzlos gewesen. Ist ja kein Damage gemacht. Was kann er lernen? Ah. Ich wollte ihn einfreezen. Damn it. Na gut, Glurak. Sag bye bye. Bye bye, Glurak. Guck nicht hin rüber. Das ist zu krass. Weg. Tja. Leute. Wir sind Champion. Woo! Das ist ein seltsames Gefühl, von ein paar Punga und Potrott besiegt worden zu sein. Was doch ein Champion. Yeah. So, das übliche Blabla. Ryu, du bist der Erste, der uns gratulieren kann. Komm, los, gib Gas. Congratulations, sir. You have proven yourself to be champion of the Pokémon League. Yo. Das war ein... Blablabla. Also überspringe ich jetzt mal, ist ja ein Unterschied. Geehrt. Überlegen. Das wird mir alles ein wenig zu laut. Nur was eine Mimose, ne? Das wird mir zu laut. Aha. Du, dann kommst du mit mir? Oh oh. Fieses Möbelchen. So, auch wunderschön eingerichtet hier. Ein riesen Computer am Ende. Der Innenarchitekt gehört zur Kühe. Ah, jetzt genießen wir den wunderbaren Abspann. Wenn Siegfried mal aufhören würde zu reden. Danke. Und unsere. Hat der Quantus ist überhaupt da? Der macht das einfach. Der ist so cool, der macht das einfach. Da sind sie. Impagator. Girafarig. Lies das mal rückwärts. Boah. Ampharos. Ah, Potrott. Wir lieben dich. Wer bringt von mir? X-Bart. Und Papunga! Oh Gott, oh Gott. Und? Ich. Gesehen 177, Besitz 25. Ich war 25 Punkte gekommen. Aber geil, wa? Versorge ich Bewertung, wollen wir lieber nicht hören. Du bist immer besser. Hast aber noch einen langen Weg vor dir. Nee. Hallo, ich bin lieber Champion. What the fuck? Was will er noch? Oh, und die Credits. Da tanzen die Pokémon für uns, so wie es sein muss. Wir haben es geschafft. Wir sind Champion der Pokémon-Liga. Das Spiel hat uns nichts mehr zu bieten. Naja. Bis auf den zweiten Teil des Spiels, ne? Es gibt einen zweiten Teil? Amazing! Wer hätte das gedacht? Amazing! Ja, aber ich habe ja schon einmal in einem anderen Part angedeutet,
Wir wollen das Spiel mit 16 Orden beenden und den großen Unbekannten besiegen. Wer hat in Kanto wohl alle 8 Orden geholt und den Liga-Champion damals besiegt? Ich habe keine Ahnung! Wer war das? Ich glaube, in meinem Let's Play Pokémon Blau konnte man das sehen. Aber ich bin mir nicht mehr sicher. Guck mal, wie Elekid abgeht. Sollen wir so ein krasser Spoiler von den Leinen brechen? Krass, was? Hey, mich ruft jemand an. Nee, tut mir leid, jetzt kann ich rangehen. Ich bin gerade am Aufnehmen. Du bist tatsächlich angerufen. Ja, voll cool. Ich kenne die Nummer nicht mal. Also egal. Nein, ich nehme dich an. Verzieh dich. Das stört voll, wenn das hier neben mir liegt. Immer so. Boah, pass auf. Wie, gleich ist Visor schlecht. Voll reingebrochen. Boah, bis 2001 kam es raus, oder was? Und jetzt haben wir es erst durch. So, Leute, Ende. Und hier werden wir den Part jetzt erstmal beenden. Wir sehen uns dann gleich wieder bei uns zu Hause. Bis gleich, Leute. Sag auch bis gleich.